Ist da dieser Wuppermann? Oh, Wuppermann. Hey. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. Vier Farben und vier Symbole in jeder möglichen Kombination. Aha, gut. Ich denke, wir sprechen erstmal mit ihm. Was ist das denn hier? Schaut Hallo. mal. Entschuldigen Sie bitte. Na nu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sie sind ein Schausteller, nicht wahr? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Oh. Okay, Meister Markus sagt, Sie seien sehr reich. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Ganz recht, Gold her. Müssten Sie das als Wahrsager nicht wissen? Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube, nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Oh Mann, was wir alles machen müssen. Darf ich einmal Glücksrad spielen? Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Okay. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Ich traue der Sache nicht. Ich möchte gerne gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Na, ja, das war so klar. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Ja. Einmal noch. Aber nur noch einmal. Das klappt sowieso nicht. Welche Farbe willst du? Dann möchte ich jetzt rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Ich bin so abgelenkt von diesem Wuschel hier, der atmet. Ja, das war klar. Jetzt kommt gelb. Ja, ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Moment. Einmal noch? Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Einmal noch. Also gut. Es klappt eh nicht. Irgendwas ist da nämlich und wir müssen das... Okay, ich dachte gerade schon. Schon wieder gelb. Rot. Hervorragend. Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Geil. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Moment. Also, ich habe als erstes gelb gesagt und dann war es nicht gelb. Beim nächsten Mal war es immer wieder gelb. Dann habe ich rot gesagt und dann war es halt gelb. Und dann habe ich nochmal rot gesagt und es war rot. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich weitermachen muss. Grün vielleicht? Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Jetzt habe ich mir das gerade so schön überlegt. Jetzt kommt wieder gelb. Jetzt kommt wieder rot. Jetzt kommt grün? Unfassbar. Was? Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen.
Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Also entweder ich mache das gerade zufällig alles richtig und verstehe das Rätsel dahinter nicht. Oder aber es muss einfach so sein. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Oder das ist einfach Absicht, dass ich die ersten zwei schaffe und jetzt beim dritten versage. Das... Was? Gelb? Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Nee. Doch, irgendwie durchschaue ich das gerade nicht. Aber nur noch einmal. Gelb. Okay. Welche Farbe willst du? Ich nehme jetzt nochmal gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut. Aber geht's denn jetzt wieder von vorne los? Nee, ich blick das gerade noch nicht. Jetzt kommt gelb. Jetzt kommt rot. Ah, nee, jetzt kommt grün. Ah, das war leider völlig daneben. Was? Willst du es doch einmal versuchen? Nein, ich möchte es nicht nochmal versuchen. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Wie du meinst. Okay, also ich habe das jetzt nicht geblickt oder ist es halt mit Absicht so, dass es nicht funktioniert? Wie auch immer, wir werden es schon noch rausfinden. So, ich würde aber gerne noch weiter mit ihm sprechen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Sie können wirklich die Zukunft voraussagen? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Oh Mann. Können Sie mir vielleicht die Zukunft vorhersagen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Oh Mann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ach, na dann. Ui, unheimlich. Also komm. Pokus. Pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Wie wird dieses Abenteuer ein gutes Ende für mich nehmen? Was wird heute noch alles geschehen? Welche Frage werde ich Ihnen als nächstes stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh Mann. Oh. Ist Deine klar. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Ja. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Ach Mann. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Da hast du wohl recht. Ich würde aber gerne wissen, ob ich die anderen Fragen auch noch stellen kann. Wilbur. Was kann ich für dich tun? Oh, das geht leider nicht. Schade. Was hat es mit diesen Käfigen auf sich? Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Er macht's aber geschickt. So, Glücksrad spiele ich noch nicht. Ich gehe dann mal. Okay, weil ich noch nicht wirklich rausgefunden habe, dass du wiederkommen wirst. Ja. Bis dann. Weil ich noch nicht wirklich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Ich möchte jetzt wissen, was das hier ist. Ich bin die ganze Zeit schon so fasziniert. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram,
Der dickste Hamster der Welt. Okay. Ui. Bertram. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Okay. Hat ein bisschen was von Villa Kunterbunt. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Okay, so, hier unten ist nichts. Oh, die Kristallkugeln nehmen ja, das wird nicht funktionieren. Noch nicht. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Okay, gut. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Ist klar. Siggi geht es gut, denke ich. Was haben wir hier? Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Okay. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Okay, jetzt fällt mir auch gerade ein, wir haben ja noch die Tränke, ne? Ein blauer Trank in einer... Können wir den Moment, wenn wir mit Wilbur ein Stückchen nach vorne gehen, kann er die ich Tränke... Ich soll einen Trank trinken, ja, von dem ich nicht weiß, was er tut? Ja. Andererseits, was soll schon passieren? Das wollte ich nämlich gerade mal eben ausprobieren, bevor wir hier weitermachen. Huch. Nichts. Das war jetzt der blaue. Ein grüner Trank. Ja, dann nimm ihn doch mal. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Seltsam. Wieder nichts. Was? Doch, Moment. Wow. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Ja, von... Hoffentlich nicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Okay. Geht wieder. Gut, dann nehmen wir jetzt noch den roten. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Hey, alles wirkt größer. Oh. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Oh. Oh. Ich habe eine Idee. Ja, wir machen später noch bei dem Wuppermann hier weiter. Müssen wir ja sowieso. Aber ich habe eine Idee. Die Ratte vorhin, ist die vielleicht hier in die Kanalisation gegangen? Es ist nicht mehr viel Weltvergrößerungstrank da. Ich sollte ihn nur benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche. Ach so. Ja gut, aber so klein ist er ja dann nicht, oder? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Oh, also doch. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Dann probieren wir also das nochmal. Ja, aber er wird doch nicht so klein. So klein war er doch gerade auch nicht. Okay, er wird so klein. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Okay. Geht es nochmal? Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Ah, Manu. Nö, das ergibt ja keinen Sinn. Mann, was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall bleibt er erstmal... Ah, nee. Ist er jetzt größer geworden? Ja, ne? Okay. Ich nehme doch nochmal eben die Karte und dann... Das ist die... Obere Stadt wahrscheinlich. Hier kommen wir noch nicht hin. Dann geht's doch noch mal zum Wuppermann. Habe ich denn hier alles untersucht? Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig. Sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Okay. Ja, Glücksrad. Es ist beinahe unmöglich, dreimal hintereinander das richtige Feld vorherzusagen. Ich werde alt und grau sein, bevor das passiert.
Okay, heißt also, wir müssen den irgendwie austricksen, ne? Es ist beinahe un... Okay, Nadel und Faden, Taubenfeder. Aber hier haben wir sonst alles gesehen, ne? Ich drück mal einmal die Hotspot-Anzeige. Ja, wir haben alles. Ach Mist, was machen wir jetzt? Hallo. Wilbur, was... Ja, wenn er schon sagt, er wird alt und grau sein, wir müssen es gar nicht probieren, denke ich mal, weil irgendwas ist faul an der Sache. Der Bertram, der ist ziemlich dick, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch... Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Ah, er verlässt seinen Platz? Sehr gut. Ich könnte sie nehmen, aber sobald Herr Wuppermann zurück... Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ich weiß nicht. Oh, ja, sehr possierlich. Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. Ah, ja. Okay, ich überlege gerade, ob wir irgendwie die Kugel bei dem Magier rausnehmen können und hier austauschen können. Ich gehe nochmal zurück. Ach Mensch, ich kann das doch mit der Karte, das geht ja dann ein bisschen schneller. So. War hier nicht auch eine Kristallkugel? Da. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Ah. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Ah, sehr schön. Gut. Kristallkugel, okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir sie jetzt austauschen können. Die Frage ist jetzt nur, warum sollte er aufstehen? Das mit dem Eichhörnchen haben wir ja schon gemacht. Ja, was kann ich für dich tun? Ah, das geht immer noch. Kann es sein, dass... Nein, sieht ein... Nee, geh mal gucken. Na, komm schon. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Okay. Geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckend... Ja, das hatten wir vorhin schon. Ja, sehr possierlich. Oh ja, possierliche kleine Nager. Aber dennoch wehrhaft. Sie können dir mit ihren Hauern den Finger abreißen, wenn du nicht vorsichtig bist. Okay, so. Jetzt haben wir seine Kristallkugel, die ja angeblich funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Ich schaue sie mir gleich erstmal an. Wo ist die? Warum? Was? Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Okay. Ich dachte, ich hätte die andere jetzt im Inventar, aber okay. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? So. Ah, können Sie mir nicht noch einmal die Zukunft voraussagen? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus.
Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann! Hallo! Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Okay. Können Sie auch sprechen? Nein. Also gut. Okay, werde ich den Erzmagier treffen? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nein? Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Auch nicht. Hm. Okay. Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Oh oh. Werde ich verletzt? Oh oh. Werde ich sterben? Was? Ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann sagen Sie mir... Hä? Das war's schon? Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ah, ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Ja. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Oh Mann, das ist gar nicht leicht hier. Er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Wir haben immer noch keinen Stoff. Das mit dem Glücksrad blicke ich noch nicht. Hallo. Wilbur,